Nein, nein und nochmal nein. Das klingt so ziemlich nach Kirche, oder? Sie sagen zu allem Nein. Da wird hauptsächlich viel abgelehnt. Alles ist irgendwie nicht richtig. Wie kann man ein solches Nein mit dem Sonntag der Freude in Verbindung bringen? Dreimal Nein hören wir im Evangelium. Wenn man es wörtlich übersetzt, steht da immer Nein. Auf die Frage, was bist du denn überhaupt für ein Typ hier? Was machst du denn eigentlich? Mit welchem Anspruch triffst du aus? Du taufst hier rum, du predigst, du sagst irgendwelche merkwürdigen Sätze und alle unsere Fragen gehen ins Leere. Nein, nein, nochmal nein. Was ist der Grund für diese Ablehnung, liebe Schwestern und Brüder? Es gibt ein Nein der Kirche, und deshalb klingt das so ein bisschen nach kirchlichem Establishment, wovon Generationen geprägt wurden, das eher ganz negativ aufgeladen ist. Also das ist dann so ein Nein, wo man den Eindruck hat, naja, alles, was irgendwie schön ist oder Spaß macht, das darf man nicht. Da sagt die Kirche immer Nein zu. Das ist nicht das Nein Johannes des Täufers, liebe Schwestern und Brüder. Das ist nicht das Nein des Advent und nicht das Nein des dritten Adventssonntags Gaudete. Was ist dieses Nein, das Johannes dreimal spricht? Und wieso können wir dieses Nein mit der Freude in Verbindung bringen? Warum kann Johannes der Täufer so freimütig Auskunft geben und sich sozusagen entlasten durch sein dreimaliges Nein? Bist du der Messias? Nein. Bist du Elia? Nein. Bist du der Prophet? Nein. Ja, da bleibt ja nichts übrig. Was bist du denn dann? Eine Stimme. Nicht nur in Zeiten der Erkältung, wie sie jetzt wieder ein bisschen herumgeht, merken wir, wie flüchtig so etwas ist. Eine Stimme. Wer kann, und zur damaligen Zeit, als es weder Schallplatten noch CDs noch irgendwelche anderen Möglichkeiten der Aufnahme gab, wer kann eine Stimme fixieren? Wer kann sie abbilden? Man kann sie hören und dann ist sie weg. Das große entlastende Nein hat einen Grund. Der Grund ist, dass Johannes der Täufer weiß, der Messias ist da. Er ist unter uns, er ist anwesend. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Und ich bin noch nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzuschnüren. Diese Anwesenheit Christi, er, der nach mir kommt und der vor mir war, diese Anwesenheit Christi ist Grund der Freude, Grund wahrer Freude. Und das ist der einzige Grund, liebe Schwestern und Brüder, weshalb wir diese Zeit des Advent, diese oft so stimmungsvolle Zeit und die wir jetzt, wo wir zwei Drittel rum haben, schon wissen, sie geht immer viel zu schnell vorbei, dieses Jahr zumal. Der einzige Grund für diese schöne Zeit ist, dass Christus da ist. In diesem merkwürdigen Paradox, dass wir wissen, er ist da und gleichzeitig warten wir auf ihn. Es ist wie die Situation hier ganz im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Er ist da, er ist unerkannt da und alle warten auf ihn. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist die Stimme des Johannes und das ist die adventliche Botschaft, indem er sagt, und wir sehen das im Fortgang dieses ersten Kapitels, mir muss keiner nachlaufen. Ich bin es nicht. Ihr müsst dem nachgehen, auf den es ankommt. Und der Apostel Andreas, bis zu diesem Tag ein Jünger des Johannes und ein anderer, gehen, sobald Jesus auftaucht, direkt ihm nach und sagen, wo bleibst du, wo wohnst du? Und sie werden ihn bis zu seinem letzten Tag nicht mehr verlassen. Das, da kann man sagen, der adventliche Funke der Freude ist übergesprungen.
Sie haben verstanden auf Anhieb, worum es geht. Weil ihr Meister so klar war mit seinem freudigen, dreimaligen adventlichen Nein. Ich nicht. Am letzten Sonntag schon, als Johannes der Täufer dann im Advent zum ersten Mal richtig aufgetaucht ist, liebe Schwestern und Brüder, haben wir schon gesagt, das, was er sagt, was er ausrichtet, ist die Stimme der Kirche, wie wir es am ersten Advent hörten. Ich bin immer im Advent. Und heute können wir das klar genauso definieren. Wenn wir von der Kirche sprechen, mein Gott, was fallen uns da alle möglichen Sachen ein? Und oft genug auch viel Ärgerliches. Und seitdem wir alles im Internet lesen können, wissen wir noch, wenn im Vatikan einer, jetzt hätte ich fast was gesagt, aber ich muss ein anderes Beispiel wählen, sonst passt das gar nicht in diesen Gottesdienstraum, wenn jemand gehustet hat, sagen wir es so, dann erfahren wir sofort davon. Gibt es einen schriftlichen Bericht darüber? Der Prälat sowieso hat im Hinterzimmer gehustet. Oh, ist eine Überschrift wert. Wen interessiert das? Natürlich eine Öffentlichkeit, die neugierig ist und informiert werden will. Aber darum geht es nicht. Auch um den ganzen ärgerlichen Kram, den restlichen Kram in der Kirche, um den geht es nicht. Die Kirche, wenn wir wirklich Kirche sein wollen, hat die Stimme, die adventliche Stimme Johannes des Täufers. Nein, nein und nochmal nein. Aber nicht zu diesem oder jenem, nicht zu Menschen, nicht zu bestimmten Sachverhalten, das höchstens in Folge, sondern ich bin es nicht. Um mich geht es nicht. Es geht einzig und allein, dessen Stimme der Vorbereitung ich sein soll. Eine Stimme in der Wüste, auch in der Wüste unserer Zeit, unserer Orientierungslosigkeit, unserer Fragwürdigkeit. Wer weiß schon, wo es lang geht? Politisch, kirchlich, gesellschaftlich. Ein großes Fragezeichen. Es geht allein um ihn. Um ihn, der kommt und der schon unerkannt in unserer Mitte steht, der kommt, um uns froh zu machen. Und er ist der einzige Grund der Freude, weil wir uns auf ihn wirklich verlassen können. Und deshalb sollten wir anfangen, uns auf ihn wirklich zu freuen. Und vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle dann, gerade jetzt in der letzten Woche, noch Nein sagen. Bei dem ganzen Programm, das wir abzuarbeiten haben. Auch hier in der Kirche. Das ist auch nicht immer einfach. Das ist natürlich, wir wollen es Weihnachten alle schön haben. Hier, wie sie zu Hause. Und doch ist das alles umsonst. Wenn wir nicht in einer Woche abends frustriert in der Ecke hängen wollen und uns das ganze, der ganze Kram schon um die Ohren fliegt und sagt, ich wünsche, es gäbe einen Knall, wir hätten Mitte Januar. Da ist der ganze Zinnober vorbei. Dann müssen wir jetzt anfangen, liebe Schwestern und Brüder, freudig zu warten und allein auf den zu schauen, auf den es ankommt, der ankommt, auf Christus. Das ist die Einladung dieses dreimaligen Nein. Und ich hoffe, wir bekommen eine Ahnung heute und in den nächsten Tagen davon, dass es nicht einfach eine blanke, zynische Ablehnung ist, sondern dass diese Ablehnung einen Grund hat, weil sie sich hinorientiert, weil sie Freude schöpft aus der Ankunft Christi, um den allein es geht, der nach mir kommt. So Johannes der Täufer auf der anderen Seite des Jordan und wir heute als Kirche möglicherweise auf der anderen Seite der Gesellschaft. Aber wenn wir in unserem Zeugnis wie Johannes der Täufer klar sind, wird es geschehen wie hier. Die Menschen kommen zu uns heraus, weil sie auf der Suche sind nach einem klaren Zeugnis, nach einer klaren Orientierung. Unser Zeugnis, weil es unser Grund zur Freude ist, kann nur heißen Christus.